Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Am Filmset des neuen Westerns Rust im US-Bundesstaat New Mexico hat es einen tragischen Zwischenfall gegeben. Und um den geht es jetzt hier bei uns im Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Herzlich willkommen. Schauspieler Alec Baldwin hat da mit einer Filmwaffe versehentlich die Kamerafrau Halina Hutchins getötet. Sie war erst 42 Jahre alt und auch noch den Regisseur des Films, Joel Souza, schwer verletzt. Wie kann so eine Katastrophe passieren im Jahr 2021? Der Fall liest sich ja eigentlich wie aus einem Kriminalroman von Agatha Christie. Das habe ich den Journalisten und Waffensachverständigen Lars Winkelsdorf gefragt, der selbst Dutzende Filmsets in Waffenfragen berät. Also was meinen Sie, was ist da passiert? Filmwaffen werden gewöhnlich so abgeändert, dass aus ihnen einerseits keine scharfe Munition verschossen werden kann, andererseits aber auch die Waffenfunktion, so wie sie für den Film gewünscht ist, erhalten bleibt. Und dazu werden Sperren, Gasdüsen in die Waffenläufe eingebracht. So wie sich hier der Vorgang darstellt, scheint es so zu sein, dass sich diese Gasdüse herausgerissen hat, beschleunigt durch den Gasdruck der Platzpatrone und dann diese tödlichen Verletzungen zugefügt hat. Das wäre also ein Materialfehler. Es kann sich nicht um scharfe Munition handeln. Es ist weitestgehend ausgeschlossen. Scharfe Munition ist in der Nähe des Drehortes strengstens verboten. Man achtet sehr streng darauf, dass die Waffen entsprechend abgeändert sind. Solche Unfälle hat es in der Vergangenheit gegeben, etwa 1984 beim Schauspieler John Eric Hexham oder auch bei Brandon Lee 1993. Aber seitdem sind die Sicherheitsmaßnahmen drastisch verschärft worden. Trotzdem sind sie augenscheinlich immer noch zu lasch. Und da muss man auch kritisch hinterfragen, warum keine Schutzausstattung von dem Filmteam verwendet wird. Also Schutzwesten, Helme, Schutzbrillen oder ähnliches, um solche Unfälle zu verhindern. Ist das vielleicht einfach schwierig, weil man dann nicht so drehen kann, wie man möchte? Der Umgang mit Waffen in Filmen, wie wir das seit 20, 30 Jahren sehen, ist insgesamt hochgradig fahrlässig. Also normalerweise würde jemand, der mit einer Waffe aus beruflichen Gründen hantiert, bei einem Verhalten wie im Hollywood-Film seinen Job verlieren müssen. Und diese Darstellungsformen sind natürlich gerade auch bei den Dreharbeiten hochgradig riskant. Also wenn man jetzt so hört, also Alec Baldwin hat da geschossen und offensichtlich ja auch so geschossen oder versehentlich geschossen, dass es nun zwei Menschen schwer getroffen hat, der eine sogar tot. Also das ist ein bisschen viel auf einmal, oder? Die Unfallrisiken sind extrem hoch. Also wenn man sich vorstellt, dass solche beschädigten Waffen solche Splitter herausschleudern können mit einem Gasdruck von ca. 800 Bar, die vollkommen unkontrolliert durch die Gegend fliegen, dann ist gerade bei Nahaufnahmen tatsächlich ein tödliches Risiko gegeben. Wie kommt es, dass man das nicht besser hinkriegt, technisch, also abgesehen von den Sicherheitsmaßnahmen, die Sie eben angesprochen haben? Das liegt tatsächlich an den Produktionen selbst. Also der Zuschauer will immer spektakulärere Bilder, immer eindrucksvollere Bilder von solchen Actionfilmen, von solchen Westernfilmen. Und im Ergebnis bedeutet das, dass dann die Filmschaffenden die entsprechenden Risiken auch bewusster eingehen, um diese Bilder zu erhalten. Da wird vorhersehbar jetzt nach diesem Unfall in Hollywood auch ein Umdenken stattfinden müssen. Also mit anderen Worten, derartige Actionfilme müssten jetzt erstmal alle gestoppt werden. Tatsächlich müssten sie gestoppt werden, bis entsprechende Sicherheitsmaßnahmen etabliert worden sind, die dann eben auch für die Crew die notwendigen Grundlagen schaffen können. Bisher fehlt es an solchen. Und wenn Sie jetzt auf die Filmsets hier blicken, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, muss man da auch jetzt nochmal ran? Tatsächlich ist das, was ich bei Dreharbeiten erlebt habe, gefährlich fahrlässig und man wird auch hier in Deutschland darüber sprechen müssen, dass Filmteams in Zukunft besser geschützt werden vor solchen Unfallrisiken. Alec Baldwin hat versehentlich eine Kamerafrau mit einer Filmwaffe getötet und den Regisseur des Westerns Rust schwer verletzt. Wie das genau passiert ist, da ermittelt die Polizei weiter, aber wir haben mögliche Hintergründe bekommen vom Waffensachverständigen Lars Winkelsdorf. Herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Den Kompressor-Podcast vom Deutschlandfunk Kultur gibt es in der DLF-Audiothek, also mobil gut abrufbar dort, bei Spotify und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt.